YouTube, was geht? Hier ist euer Fashion Bro Patrick von Always Overdressed. Und heute begrüße ich euch zu der zweiten Folge Dress for Less. Und dieses Mal nicht mit Kanye West wie beim letzten Mal. Falls ihr diese Folge noch nicht gesehen habt, dann schaut mal unten in der Beschreibung vorbei, sondern mit Justin Bieber, JB, höchstpersönlich. Auch dieses Mal werden wir uns wieder ein Outfit vorknüpfen und dieses versuchen so gut wie möglich nachzugestalten. Und alle Kleidungsstücke, die wir hier in diesem Video verwenden, sind natürlich unten in der Beschreibung verlinkt. Das Outfit, was ich mir von Justin Bieber ausgesucht habe, hatte er diesen Monat auf ein Konzert an. Ich blende euch das Ganze hier links neben mir ein und wie ihr sehen könnt, hat er da eine goldene Bomberjacke an, darunter ein gelbbraunes Flanellhemd, darunter wiederum ein weißes T-Shirt und dann eine richtig, richtig nice Distressed Jeans. Und an den Füßen trägt er die Adidas Ultra Boost in Weiß. Wie auch schon beim letzten Mal, fangen wir oben an und ich zeige euch die einzelnen Alternativen, die ich euch empfehlen kann. Und als erstes haben wir da ein weißes Longtee von Urban Classics, was auf Amazon gerade mal 10 Euro kostet. Ich finde persönlich, für ein weißes, schlichtes T-Shirt braucht man nicht Unmengen an Geld auszugeben. Deswegen habe ich mich hier für dieses von Urban Classic entschieden, was relativ günstig ist, aber dennoch gut geschnitten ist. Dann als nächstes das Flanellhemd und Leute, das war wirklich eine Herausforderung, da etwas zu finden, was so ähnlich aussieht wie das von Justin Bieber. Aber ich habe mir schon vor längerem hier dieses von SMJ Style gekauft. Das war relativ teuer, kostet 100 Euro. Ich hoffe, dass ich hierzu noch eine andere, günstigere Alternative finde. Wenn ja, dann ist die auch unten in der Beschreibung verlinkt. Mir gefällt, dass es etwas länger geschnitten ist und zusätzlich hier an den Seiten dieses Sidezipper hat. Kommen wir zur Bomberjacke, die Justin Bieber trägt und das ist eine von Fear of God. Genauso wie das Flanell von ihm, was er da trägt, das ist auch von Fear of God. Ich habe jetzt eine hier von Amazon für gerade mal 40 Euro. Man muss zugeben, dass diese Bomberjacke ein bisschen mehr ins Bräunliche geht als ins Goldene, aber dennoch für 40 Euro wirklich eine richtig, richtig gute Alternative. Für 40 Euro wirklich eine stabile Jacke. Ist jetzt nicht so mega dick, also vielleicht nicht was für den Winter, sondern eher für den Herbst. Aber wenn ihr plant, diese Jacke zu kaufen, dann kauft euch eine Nummer größer. Ich habe mir die jetzt in XL gekauft. Und sie fittet relativ normal, also nicht zu groß, aber auch nicht zu klein. Die Hose, die er da trägt, ist auch von Fear of God und kostet 1500 Euro. Sieht auch, wenn man ehrlich ist, auch mega krass aus. Aber Leute, der Junge läuft nur in Fox-Sachen rum, die quasi unbezahlbar sind. Ich habe jetzt hier eine Jeans von SMJ mir gegönnt. Die hat gerade mal 40 Euro gekostet, war runtergesetzt von 100. Und ich finde, was die Hose von Justin da ausmacht, ist einfach die Bleichung. Das Bleaching ist wirklich on point. Mir gefällt diese Jeans auch wirklich sehr, sehr gut. Hat allerdings nur Löcher an den Knien. Und wenn ihr mal genau hinguckt, hat die von Justin Bieber hier oben am Oberschenkel noch ein Loch. Aber Leute, als Alternative für 40 Euro kann man, denke ich mal, darüber hinwegsehen. Aber Leute, diese Jeans ist leider ausverkauft. Deswegen bin ich nochmal im Internet auf die Suche gegangen und habe versucht, eine andere Alternative zu finden. Das ist mir nicht hundertprozentig gelungen. Ich habe jetzt eine von New Look rausgesucht. Die kostet 30 Euro. Aber wenn ihr andere Alternativen zu dieser Hose habt, dann schreibt mir das gerne unten in die Kommentare. Als letztes kommen wir zu dem Adidas Ultra Boost in Weiß aus dem Key City Pack. Ist leider auch ausverkauft. Aber ihr wisst ja, dass die 2.0er Variante rausgekommen ist. Checkt mal eure Sneakerläden bei euch in der Nähe ab. Vielleicht haben die da noch ein paar oder vielleicht habt ihr sogar Glück und man kann auch eins bestellen. Zu dem Ultra Boost eine vernünftige Alternative zu finden, ist wirklich hart. Ich habe mich jetzt hier für den Vans Slip-On in Weiß entschieden, die Justin Bieber auch des Öfteren anhat. Die kosten auf Amazon 40 Euro. Ist ein weißer Sneaker, deswegen passt das ungefähr. Aber ihr könnt auch jeden anderen weißen Schuh nehmen, den ihr vielleicht schon zu Hause habt. Ich will vorschlagen, ich ziehe das ganze Outfit mal an und wir checken uns, wie das Ganze am Körper aussieht. We'll be right back.
Leute, das war's von dem heutigen Dress for Less. Schreibt mir mal unten in die Kommentare, ob es mir gelungen ist, dieses Outfit von Justin Bieber nachzukreieren. Question of the Video ist, ob ihr denkt, dass ich dieses Outfit nächste Woche auf der Sneakerness in Köln anziehen kann bzw. soll. Schreibt mir mal gerne eure Meinung unten in die Kommentare. Ihr könnt mir auch schreiben, wen ich mir als nächstes vorknüpfen soll. Falls euch das Video gefallen hat, dann gebt mir doch gerne einen Daumen nach oben. Es würde mich mega freuen, wenn ihr diesen Kanal abonniert. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Peace!